Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Pride Podcast mit Staffel 3 von Sailor Moon Crystal. Das heißt heute mit Akt 27 Teil 1 und es ist die Podcast Folge 22. Und die Moderatoren sind wie immer Sailor Cat und... Das Mad Eye! Outer Senshi, Outer Senshi, Outer Senshi, Outer Senshi. Oh, ich liebe Staffel 3. Nicht nur, weil es einfach mein Lieblings-Arc ist, sondern ich finde auch in Crystal ist Staffel 3 einfach so wow. Ja, ich habe ja immer gesagt, mir ist das nie so aufgefallen, aber gerade beim Ansehen ist mir doch aufgefallen, wie viel, jetzt nicht mal so sehr die Zeichenqualität, sondern der Zeichenstil, wie sehr der mir besser gefällt. Ja, denn ihr müsst wissen, also wir haben ja schon mal gesagt, Staffel 1 und 2, die ersten beiden Arcs, wurden ja als Webserie produziert, also halt eigentlich nur für Nico Nico, für online. Deshalb hat man sich da vielleicht an manchen Stellen nicht so viel Mühe gegeben, auch wenn ich es trotzdem gut fand. Staffel 3 wurde jetzt aber erstmals fürs japanische Fernsehen produziert. Und dann hat man eben auch auf die Fans gehört, man hat den Zeichenstil geändert, also ich fand den ersten auch gut, aber hey, man hat ihn jetzt geändert. Und zwar zu einem etwas mehr am 90er-Anime-Zeichenstil und auch 2D-Verwandlungen, da die 3D-Verwandlungen ja auch sehr kritisiert wurden. Aber dazu kommen wir dann ja noch. Ich sag mal, bei den Verwandlungen ist es mir nicht so sehr aufgefallen. Aber was mir aufgefallen ist, sind vor allem Gesichtsausdrücke. Gesichtsausdrücke gehen einfach so viel besser plötzlich. Also es sieht halt sehr anders aus. Ich denke mal, ihr wisst es ja. Ihr könnt ja auch Bilder nachschauen, wenn ihr es nicht wisst. So generell finde ich die Entscheidung eigentlich echt gut, den Stil zu ändern. Vor allem haben wir halt hier auch nicht mehr diese fiesen Zeichenpatzer, die es halt in den ersten beiden Staffeln öfters mal gab. Da möchte ich auch mal irgendwann mal wissen, was da der Hintergrund war. Da waren ja ein paar Sachen dabei, wo du echt denkst, wie kann das passieren? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, also ich fand zwar den ersten Zeichenstil auch cool, aber ich finde die Verbesserung hier gut. Also ich mag beides auf jeden Fall. Und die Qualität hat mehr zugenommen, finde ich. Ja. Immer kurzer Disclaimer, wenn ihr hier irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann liegt das einfach daran, dass wir bei mir aufnehmen. Und wer meine Streams kennt, der hat vielleicht schon mal was von den Hintergrundkindern gehört. Und ich habe es versucht, sie abzuschalten, aber es wurde mir leider verboten, Chloroform einzusetzen. Also ja, wir sind hier nicht über Skype, sondern die letzten Podcasts auch schon in einem Raum, nämlich bei Mad Eye. Ja, und ich möchte noch was erwähnen. Aber da sag du erstmal, wie die Folge heißt, die erste. Also, wir sind in Akt 27, Infinity 1, Vorahnung, Teil 1. Das waren viele Zahlen. Ja, also jetzt fangen halt diese Infinity- und dann Nummerierungstitel an. Allerdings haben sie dann doch noch ein weiteres Wort dazu. Naja, und es ist halt so, dass diese Folge hier aufgeteilt wurde. Also man hat halt ein Manga-Kapitel genommen und das dann aufgeteilt auf 2 Folgen. Nämlich haben wir zweimal Akt 27 und halt hier ist das Teil 1 und die nächste Folge ist Teil 2. Da müsst ihr bei der DVD-Box ein bisschen aufpassen, denn das ist da falsch nummeriert worden. Da heißt dann die zweite Folge schon Akt 28, aber es gibt halt zweimal Akt 27. Da haben sie einfach Akt und Episode vertauscht, weil das bis zu dem Zeitpunkt ja auch gepasst hätte. Ja, also ich verstehe, dass es für Verwirrung sorgt, aber ich finde trotzdem die Entscheidung eigentlich echt gut. Und ich wünschte tatsächlich, sie hätten das ab und zu öfters mal gemacht, also auch schon vorher. Na, denn wie schon gesagt, die Story ist halt sehr gerusht und man hätte es vielleicht ein bisschen langsamer erzählen können. Deshalb finde ich es gut, dass man es zumindest hier versucht hat. Dann gehen wir doch mitten ins Geschehen. Genau. Ich habe gehört, ich soll nicht mehr so viel Latein quatschen. Also gehen wir nicht in Medias Res. Ja, wir fangen an einer Location, die wir öfter sehen. Und ich nenne sie den Creepbrunnen. Ja, da ist so ein komischer Brunnen mit Steinfischen drin. Und das ist halt irgendwie beim Deathbusters Quartier, I guess. Ja, das wollte ich auch schon mal fragen. Glaubst du, dass das hier in der Tau-Galaxie ist? Oder ist das irgendwo in der Infinity-Akademie? Also ich glaube, das ist nicht in der Tau-Galaxie. Denn ich glaube, da ist doch eigentlich nur Pharao 90 und die anderen waren da doch nie, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen wischiwaschi, ne? Echt? Nee, also ich bin eigentlich immer fest davon ausgegangen, dass die anderen nicht da waren. Also die Daimonen kommen ja ursprünglich von da, aber die haben halt dann jetzt Kaori Knight und Co. infiltriert, aber die leben ja auf der Erde. Aber dieser komische Tiolon-Kristall, der ist ja schon in diesem Creep-Raum, ne?
Ja, genau. Beziehungsweise der Große. Es gibt ja auch noch den Kleinen, das ist noch verwirrender. Ja, genau, dieser große Tiolon oder Tylon, das ist auch so eine Sache. Ich habe schon so viele Schreibweisen gelesen, von Tiolon bis Tyroron. Ja, also das ist sehr verwirrend. Wir nennen ihn einfach mal Tiolon, glaube ich. Aber wenn ich was anderes sage, dann ist es wahrscheinlich auch nicht falsch. Naja, und wir hören die Stimme von Pharao Jedi. Ja, also Pharao 90 spricht, aber wird gesprochen von Kai Taschner, der damals Jedi war und auch Falkenauge. Ja, ich finde das gut. Ich meine, der spricht sowieso alles, was nicht bei Drei auf der Palme ist. Aber ja, und er quatscht uns voll von Lichtern, die den Untergang bedeuten und von noch anderen drei Lichtern, die heller strahlen als andere. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wer wirklich hier dran geht und nicht weiß, was wird jetzt passieren und worum geht's in dieser Staffel, der steht hier vor und denkt sich, what? Wir wissen natürlich, worum es geht, deswegen können wir das Gebrabbel relativ leicht entziffern, aber wenn du nicht weißt, was in dieser Staffel passieren wird, dann ist das wirklich so, hä? Wir sehen dann noch die oberste Dienerin, ja gut, was heißt die oberste, aber die vorläufig wichtigste Dienerin von Pharao Jedi, nämlich Magus Kaolinite. Was ist da schiefgelaufen? Liebe deutsche Synchro, ich mag euch, aber was ist da schiefgelaufen? In dieser Staffel ist in der Hinsicht, glaube ich, einiges komisch gelaufen. Ja, also ich verstehe das nicht. Also die letzten Staffel haben sie ja alles sehr englisch ausgesprochen. Das fand ich zwar ungewohnt, aber es war halt richtig, denn die Worte sind ja englisch gemeint. Aber jetzt auf einmal sprechen sie alles irgendwie wieder deutsch aus. Warum? Ja, ich glaube, das war auch so ein Ding, sie haben halt auf die Fans gehört, die weniger englische Wörter haben wollten. Es wollten halt, also ich weiß, dass viele Leute kein Moon Tiara Boomerang wollten, sondern Mondstein Flieg und Sieg. Vielleicht deswegen. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber ja, ich weiß, die Leute gibt es. Wenn man weiterhin auf die hört, haben wir auch bald wieder Bunny WhatsApp. Man kann es halt nicht allen recht machen, aber da finde ich es halt blöd, weil es halt so inkonsistent ist. Wie ist denn jetzt eigentlich die richtige Aussprache von dem Namen? Also ich glaube, das L stimmt wirklich. Also das war, glaube ich, halt damals im Deutschen falsch. Aber es müsste halt Kaolinite heißen. Denn natürlich, die Namen sind englisch. Und dann wird aus dem Neat halt ein Knight. Und wenn man es deutsch sprechen wird, dann wäre das ja auch der Kaolinit, ne? Und nicht der Kaolinite. Ja, eben. Naja, und im Japanischen benutzen sie halt explizit die englischen Wörter. Naja, okay. Wir sehen dann in dieser Aufnahme auch schon mal die Infinity-Sandbank. Ja, diese komische... Das Delta, wo dann diese drei Türme stehen, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nach den Outer Senshi benannt sind. Verstehst du eigentlich, was dieses Delta bedeuten soll? Nicht genau, aber ich glaube, so ein Projekt von so einer künstlichen Sandbank hat es wirklich gegeben. Ah, wahrscheinlich hat sich Naoko da ein bisschen inspirieren lassen. Also ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich habe das in irgendeinem anderen Film mal gesehen, ich habe das nicht überprüft, wo es auch um so eine künstlich aufgeschüttete Sandbank in der Bucht von Tokio ging. Deswegen vermute ich mal, dass es zumindest den Plan, wenn nicht sogar die Ausführung zu so einem Projekt wirklich gegeben hat. Ja, aber ich finde es halt komisch, warum gibt's da diese drei Türme und die heißen irgendwas mit Tenno, Mayo und Mayo? Die heißen genau so. Was? Die heißen nicht irgendwas mit Tenno Mayo, die heißen einfach genau so. Echt? Das sind die Tenno Sandbank, die Mayo Sandbank und die... Wen habe ich jetzt noch nicht mehr? Kaio Sandbank. Ja, Kaio Sandbank. Normalerweise ende ich immer mit Pluto, aber mit der habe ich angefangen, das hat mich verwirrt. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Also ich meine, natürlich passt das hier zu den drei Senshi, aber warum sollte da jemand diese Gebäude bauen und die genauso nennen? Und dann geht es zufällig gerade um diese drei Charaktere, die Senshi... Naja, alles ein bisschen sehr convenient. Naja, was heißt Mayo? Mayo. Ja, oder Mayo. Irgendwas dunkler König, also damit ist halt der Hades gemeint, Pluto. Ach so, weil er König heißt das ja alles, das weiß ich. Ja, aber das spielt halt auf die Götter an. Haben denn diese Namen einen direkten Bezug zu den Insignien Japans, den kaiserlichen Insignien? Ich glaube nicht. Weil dann könnte ich mir noch irgendwie zusammenreimen, warum die vielleicht so heißen könnten, aber naja, nee. Ja, ich glaube nicht. Legen wir es einfach mal in die Akte, keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Wenn ihr wüsstet, wie dick diese Akte ist. Ja. Und dann sehen wir
Hotaru. Zum ersten Mal Alita. Nee, das andere violettäugige Cyborg-Mädchen. Genau, die liebe Hotaru, die liegt im Bett und träumt das alles so ein bisschen, beziehungsweise hat sie halt jetzt auch eine Vision. Es erinnert ein bisschen an das an den Anfang von Staffel 5 im 90er-Anime, wenn Saturn zu Hotaru spricht. Ja, genau, also sie hat da schon so, sie hat so einen kleinen Flashback vom Silver Millennium, als alle gestorben sind und halt auch die Silhouetten von den Outers sieht sie. Und sie hört ihre eigene Stimme, die sagt, der Untergang hat begonnen. Dam, dam, dam. Und dann haben wir ein neues Intro und yeah! Das überlasse ich jetzt dir, bei dem Zeug halte ich mich raus. Also, ja, wir haben jetzt ein neues Intro, ich habe es beim letzten Mal, also im Finale schon gesagt, dass... Also ich finde Moon Pride vom Song her besser, aber ich finde es schön, dass wir endlich mal eine Abwechslung haben. Das Lied heißt New Moon Nikoishite und das Besondere daran ist, dass es tatsächlich drei verschiedene Versionen innerhalb dieser Staffel gibt. Also alle paar Folgen ändert sich der Song, wird dann auch von einer anderen Sängerin gesungen und hat dann auch ein anderes Instrumental so ein bisschen. Und auch die Bilder ändern sich alle paar Folgen so ein bisschen. Das ist sehr interessant. Ist das eigentlich in der deutschen Version auch so oder nur in der japanischen? Nee, also hier haben sie es bei den DVDs endlich mal richtig gemacht und dann auch wirklich das Intro alle paar Folgen geändert. Weil es liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass ich nie so richtig beim Intro aufpasse, aber mir ist das noch nie vorher aufgefallen. Ja, wenn man jetzt nicht so aufpasst, dann vielleicht nicht, aber ja, ich weiß es. Die letzte Version wird auch von Momoyaro Clover selbst gesungen, die auch Moon Pride gesungen hat, aber diese hier noch nicht. Und ich glaube, die zweite wird von Galaxias alter Synchronstimme gesungen. Okay, also das erste, was auffällig ist im Intro, ist, dass ganz am Anfang Sailor Moon zu sehen ist, also im Sailor Fuku, aber ohne Stiefel, ohne Handschuhe und ohne Haarschmuck. Ja. Und also wir wissen beide nicht so recht, was es damit auf sich hat. Also es ist definitiv kein Fehler oder so. Nein, es das ist Absicht, aber... Wir können uns keinen Reim drauf machen, was das zu bedeuten hat, außer vielleicht war da irgendwie ein Fußfetischist am Werk und wollte sie mal mit Füßen zeigen. Vielleicht hat Quentin Tarantino was damit zu tun. Ja, also wahrscheinlich hat das irgendeine metaphorische Bedeutung, die uns gerade nicht einfällt. Und was ich auch sehr interessant finde, das habe ich auch schon öfters angesprochen, es gibt halt diese eine Szene mit Chibiusa und Hotaru, die beide nackt in einem Bett aus Rosen liegen, sich so an den Händen fassen und... Ich glaube, Hotaru hat so einen Schlafzimmerblick drauf. Sie macht die Augen so halb zu. Also, seid ihr sicher, dass das nur Freundschaft ist? Ja, genau wie bei Haruka und Michiru. Also so langsam, Ja, das geht schon. Naja, ja gut, ich glaube ansonsten müssen wir jetzt nicht so sehr über das Intro reden. Aber wenn du mich es fragst, ist sehr cool. Ich möchte aber anmerken, dass, glaube ich, alle Figuren, die im Intro auftauchen, irgendwann mal zumindest für eine Sekunde so einen Schlafzimmerblick haben. Ja gut, aber komm, die liegen nackt in einem Bett aus Rosen, schauen sich an und halten Händchen. Ja, du bist aber auch detailverliebt, ne? Also, das hat doch garantiert nichts zu bedeuten. Wie war das im 5. Manga-Arc? Ihr haltet schon wieder Händchen. Aber du und Mamoru haltet sich ja auch Händchen. Ja, komm. Naja, aber also wenn ihr jetzt aber sagt, die beiden sind für mich nur Freunde, ist das natürlich auch okay. Aber ich sehe es mittlerweile echt anders. Ich find's süß. Ja. So, wir erfahren dann, dass außer Hotaru noch jemand anders diese verwirrende Vision hatte. Nämlich der immer die verwirrenden Visionen hat. Mamoru! Aber keine Sorge, sie führen nicht zu irgendwelchen komischen Breakups, die absolut keinen Sinn ergeben. Oder tun sie? Nein. Ach übrigens, das Intro heißt ja New Moon Nikoishite und das bedeutet irgendwie den Neumond lieben oder den neuen Mond, besser gesagt, lieben. Okay, für den Neumond sind wir eigentlich noch eine Staffel zu früh dran. Ja, also ich bin nicht sicher, ob das jetzt Neumond oder wirklich neuer Mond heißen soll. Aber auch noch andere Leute träumen Dinge, denn Usagi träumt davon, dass sie unglaublich große Brüste hat. Und was völlig nebensächlich ist, sie heiratet in ihrem Traum. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie unglaublich große Brüste in ihrem Traum hat. Ja, sie träumt halt davon, dass sie Mamoru heiratet. Also man könnte irgendwie meinen, es ist der Dream Arc, weil irgendwie jetzt schon drei Leute irgendwas geträumt haben. Aber nein, es ist der Infinity Arc. Ja, und dann wacht sie auf und kommt mal wieder zu spät zur Schule. Ja, beziehungsweise, ich glaube, so wahnsinnig spät ist sie nicht dran, weil sie hat noch Zeit, nachher Mamoru zu treffen. Also, sie ist ein bisschen spät, aber noch nicht zu spät. Ja, wahrscheinlich.
Und was uns hier aufgefallen ist, Ikukos Haare sind wieder ein bisschen dunkler. Also, bisschen ist gut. Ja, und generell hat man, glaube ich, in dieser Staffel so ein bisschen versucht, auch die Haarfarben, die halt ein bisschen anders waren, etwas mehr wieder an den 90er-Anime anzupassen. Ja, also Chris glänzt ja eher durch diese Pastelloptik. Hier hat man die Farbsättigung dann wieder ein bisschen nach oben geschraubt. Aber wirklich nur ein bisschen. Ja, aber also es ist immer noch sehr pastellig, so im Vergleich zum 90er-Anime. Da war ja alles sehr knallig. Im Vergleich zum 90er-Anime ist alles pastellig. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine Szene, wo dann Chibiusa und Kenji und die Katzen Fernsehen gucken. Und es gibt einen Bericht darüber, dass von der Infinity Academy irgendeine Schülerin zu einem Monster wurde und Schüler wurden angegriffen. Und es fällt das Wort Reversion. Beziehungsweise im Manga Atavismus. Ja. Und ach, ich hätte es noch nachschlagen wollen, verdammt. Jetzt ist egal. Jedenfalls wird es dann von Kenji auch erklärt, es bedeutet die Rückentwicklung in eine primitivere Form. Ich glaube, ich habe es mal nachgeschlagen und habe dabei gelesen, dass das nicht genau die Bedeutung ist, aber es passt schon so ungefähr. Nagelt mich jetzt aber nicht drauf fest. Ja, wobei ich mich dann auch frage, warum diese Monsterform deren primitivere Form ist. Das hat ja eigentlich nichts mit Menschen zu tun, aber hey. Ich frage mich was ganz anderes. Wie sind die mit dem Monster eigentlich fertig geworden? Da waren ja keine Sailor Senshi, die das erledigt haben. Ist da die Armee angerückt und hat es mit dem Panzer abgeschossen oder so? Vielleicht haben Uranus und Neptun das geregelt. Das kann natürlich sein, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Also das ist halt generell die Frage, wie lange die eigentlich schon da sind, denn wir erfahren halt nie, wie sie überhaupt Senshi geworden sind, leider. Na gut, aber sie müssen so viel Zeit gehabt haben, dass sie sich ihre, ich weiß nicht, wenn es denn eine Tarnidentität, nee, es ist ja ihre wahre Identität. Ja, eben. Aber sie müssen zumindest genug Zeit gehabt haben, sich in die Infinity Akademie einzuschleichen und das unauffällig. Okay, ja, stimmt, also... Ich glaube, im Manga wird sogar gesagt, dass sie nur auf die Infinity Academy gehen, um da halt Nachforschungen anzustellen wegen den neuen Feinden. Und ihr lasst euch das auf der Zunge zergehen, Leute. Die haben sich unauffällig in die Infinity Academy eingeschleust. Das sind die beiden, die zwei Hubschrauber besitzen. Ja, das ist eine Leistung. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt so früh vor Staffel 3 war. Also ich glaube, dass sie halt ein bisschen... vor dem Beginn der dritten Staffel erwacht sind, aber nicht so lange. Ja, wir wissen ja auch gar nicht so ganz genau, wie viel Zeit ist eigentlich zwischen dem Ende von Staffel 2 und dem Anfang von Staffel 3 vergangen. Das kann ja theoretisch jetzt ein halbes Jahr später sein. Aber die Frage, die sie mir jetzt gerade stellt, die Deathbusters sind ja, das wissen wir, sind ja eigentlich schon seit Jahren aktiv. Und die Outers müssten ja dann erwacht sein, um die Deathbusters zu bekämpfen. Mhm. Allerdings, ja, wahrscheinlich sind sie einfach trotzdem erst jetzt erwacht. Dann, weil die Deathbusters jetzt erst so richtig aktiv werden. Also beziehungsweise jetzt werden sie halt so aktiv, dass es auffällt. Ja, und dass halt dann die Planetenkräfte gesagt haben, okay, jetzt reicht's, wir brauchen die Senshi wieder. Erweckung! Ich meine, was ist denn definitiv lange vorher passiert? Wir wissen, Pharao 90 hat Kontakt zu Tomoe aufgenommen und hat drei Eier durchgeschleust, ne? Ja. Eigentlich wäre ja ihre Aufgabe gewesen, die Grenzen des äußeren Sonnensystems zu beschützen, aber hey! Ja, aber das ist ja meine Erklärung. Deswegen hat er nur drei Eier durchgeschleust, weil es sonst auffällt. Meinst du? Und die ganze Zeit haben sie dann unauffällig die ganzen Dämoneneier rangekarrt. Ja, nee, aber ich meinte halt, es müsste doch dann bei den Autos Alarmglocken angehen lassen und die halt erwecken lassen, wenn da plötzlich Leute von außerhalb des Sonnensystems angeflogen kommen. Ja, nicht, wenn sie es nicht merken. Und ich ich schätze mal, gibt's denn da kein Sicherheitssystem, dass dann die Senshi erweckt werden, wenn sowas passiert? Ja, ich sage, einzelne Dämoneneier sind halt ein bisschen unauffälliger als so ein Meteor, den du durchs Sonnensystem jagst. Ja, gut, das vielleicht schon. Ja gut, dann haben wir eine Szene mit Usagi und Mamoru im Park. Also Usagi trifft ihn noch vor der Schule. Und er sagt, sie ist zu spät gekommen und ist tatsächlich so ein bisschen abweisend. Aber sie schmiegt sich dann so an ihn und sagt, oh, tut mir leid, Mamu-chan. Oh. Ganz süß. Und wie immer, wenn es bei Usagi und Mamoru ganz süß wird, taucht die rosa Pest auf. Ja, und die schmeißt sich jetzt tatsächlich mal voll an Mamu ran. Das hat sie in der zweiten Staffel eigentlich überhaupt nicht gemacht, also zumindest nicht so. Mhm. Und sie ist da leider, was ich doof finde, auch so ein bisschen besserwisserisch. Und sie sagte auch schon zuvor, ja, Usagi ist immer noch so ein kleines Kind. Und jetzt ist sie so, ja, Usagi, du hättest halt frühstücken sollen, denn das ist voll wichtig.
Aber irgendwie kriegt sie das hin, das Ganze auf eine viel sympathischere Art zu machen als im 90er-Anime. Ja. Es mag an der Sprecherin liegen. Es ist halt jetzt auch das erste Mal, dass sie das wirklich in dem Maße tut. Vorher war sie halt gar nicht fies und jetzt ist sie auch nicht wirklich fies. Sie will sich halt einfach nur so ein bisschen bei Mamu einschleimen. Und ein bisschen Usagi ärgern. Ja. Aber sie will halt damit niemanden wirklich verletzen. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber sie macht das hier viel sympathischer. Ja, ich hätte es zwar cooler gefunden, wenn sie das hier nicht gemacht hätte, denn eigentlich ist ihre Charakterentwicklung ja jetzt schon relativ abgeschlossen, aber naja. Also wie gesagt, sie bleibt trotzdem irgendwie niedlich und sympathisch. Man ist ja nicht wirklich böse. Nö. Ja, dann wollen sich die beiden küssen, aber dann, was passiert denn? Ich glaube, Mamo spürt irgendwas. Ja, Mamo hat dann wieder so einen ganz kurzen Flashback auf seinen Traum oder eine neue Vision. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weiß ich auch gerade nicht mehr. Aber jedenfalls trennen die sich dann. Er geht weg. Er geht weg, genau. Sie trennen sich nicht. Ihr wisst schon, was wir meinen. Bei der Szene ist mir dann übrigens aufgefallen, wie viel besser mir die Gesichtsausdrücke in dieser Staffel gefallen. Und dann haben wir Michiro, die in so einem Pool schwimmt, so einen ähnlichen, den wir auch im 90er-Anime sehen. Ich muss jetzt schon wieder lachen, wo ich es gerade sehe. Ja. Also wir sehen die Szene, in der sie schwimmt. Und als wir die vorhin geguckt haben, habe ich noch gesagt, ist das schon Fanservice oder ist das noch so an der anderen Grenze? Und dann steigt sie aus dem Pool und hält quasi ihre Brüste der Kamera ins Gesicht. Und da habe ich gedacht, das ist definitiv Fanservice. Und den unteren Part auch. Also im Pool hat man sie halt auch schon von unten gesehen, aber da war es halt so sehr nah an der Kamera. Naja, und dann telefoniert sie. Genau, sie ruft ihren Helikopter, den Kaiomaru. Natürlich. Ja, und sagt, wir müssen Haruka abholen. Natürlich. Überlegt euch das mal. Sie hat einen Heli. Einfach so. Fliegt sie den eigentlich auch selbst? Ich meine, in der Aufnahme jetzt nicht, aber sonst? Ich glaube, es gibt doch mal eine Szene, wo sie in einem Heli mitfliegen. Ich glaube nicht, dass sie den selber fliegen. Also Haruka vielleicht, aber Michiro glaube ich nicht. Okay. Apropos Haruka. Ja, hier wird halt ständig irgendwie der gesagt. Und sogar Michiro verwendet irgendwie die männlichen Pronomen. Oder hat zumindest irgendwann mal, wir müssen ihn abholen, gesagt. Warum? Okay, also ich weiß, in Crystal ist das sehr verwirrend, wegen einer Szene, die wir noch später hören. Aber es wundert mich trotzdem sehr, dass Michiro männliche Pronomen verwendet. Ich meine, Haruka sind Pronomen wahrscheinlich sowieso sowas von Wumpe, aber es wundert mich. Ja, wahrscheinlich ist, also Haruka wechselt das ja sowieso ständig, wahrscheinlich haben die irgendwie so einen Code. Weißt du, wenn Haruka das rote Armband trägt, dann sind heute die weiblichen Pronomen und beim blauen halt nicht. Oder andersrum, wer weiß. Oh, das wäre irgendwie cute. Na gut, und ich schätze mal, Michiro wird ja auch an der Kleidung sehen, wie sich Haruka gerade so fühlt. Ja, aber die Kleidung kannst du halt nicht so schnell, naja, vor allem war ja auch Uniform und so. Oder glaubst du, Haruka hat zwei Uniformsätze, eine männliche, eine weiblich? Oh, also wir sehen zwar die weibliche nie, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Würde ich ihr zutrauen, ja. Ja, denn falls ihr es noch nicht wisst, im Manga trägt sie halt auch gern mal weibliche Klamotten, wie sie einfach gerade Lust hat. Aber zu dem Gender-Zeug kommen wir dann noch. Okay, Haruka ist wo? Auf der Rennstrecke. Ja, sie hat halt gerade ein Rennen gefahren, voll krass, alle bewundern sie. Nee, sie hat den Wagen ausgefahren, getestet. Ach so, na okay. Und es wird dir gesagt, ey, überanspruch diesen Wagen nicht. Ja, was sagen sie, glaube ich, der Motor ist noch neu, wir dürfen ihn im Testlauf nicht über 5000 Umdrehungen bringen. Ja. Alte Weisheit, ist der Motor kalt, gib ihm 6,5. Damit er auch möglichst schnell kaputt geht. Ja, sicher, das ist absolut fatal. Mach das bloß nicht. Ja, dann sehen wir auch, wie sie abgeholt werden mit 2 Helikoptern. 2. Ja, denn es gibt halt auch noch den Tenomaru. Sie haben 2 Helis. Warum? Warum braucht ihr 2 Helis? Es wird halt irgendwann gesagt, dass sie damit zur Schule fliegen, aber dann setzt euch doch in einen. Ja, vor allem, wir sehen das Ding irgendwann nochmal von innen und da ist halt genug Platz. Ja, die fliegen da, glaube ich, zu dritt, also mit Chibiusa noch mit. Ja, und dem Piloten, also die können ein halbes Volksfest in dem Ding veranstalten.
Und ich meine, sie müssen ja zur selben Schule und sie sind ja auch meistens zusammen. Also warum tut's nicht auch ein Heli? Haruka kann im Notfall ja auch mit ihrem Ferrari fahren. Sie hat übrigens wirklich einen. Oh, natürlich, der Ferrari. Ja. Und weißt du auch warum? Weil Naoko dieses Auto auch hatte. Warum wundert mich das nicht? Sie hatte das wirklich? Ich dachte, sie wollte das haben. Nein, ich glaube, den Ferrari hatte sie auch. Ach du Scheiße. Ich glaube, die hat zu viel Geld. Ja. Was mich zum nächsten Punkt führt. Ich kam vorhin drauf, wir wissen ja, dass die, sagen wir mal, finanziell abgesicherten Lebensumstände der Inner Senshi, als sie die ersten Kapitel geschrieben hat, so ein bisschen ihre Wunschprojektion war, weil sie nicht so war. Also, ich weiß nicht, wie ihre finanzielle Lage vorher war, aber offenbar Keine nicht so Ahnung. gut. Und meine Theorie ist, bis zum dritten Arc hatte sich ihre eigene Situation so weit verbessert, dass ihre Wunschprojektion einfach so ans Absurde ging. Aber ist auch geil, wenn man sich diese Kommentare, also von Naoko zu ihren Bildern in den Artbooks durchliest. Irgendwie jeder zweite Kommentar ist, ja, und diese Designerklamotten wollte ich, oder diese Designerklamotten habe ich mir gekauft. Oh, und diesen Porsche, da will ich auch. Und dann bin ich einmal spontan einfach nach Paris gefahren und habe im Eiffelturm-Restaurant gegessen. Das war eins zu eins ein Kommentar aus diesem Artbook. Jetzt habe ich's. Da bin ich heimlich einfach nach Paris gefahren. Ah ja. Naoko Takeuchi ist die weibliche Form von Iron Man. Oh mein Gott. Also nichts gegen Naoko, aber wir finden es witzig. Okay, ich möchte auch noch erwähnen, es gibt halt dann die Szene, also wo die beiden dann so eine Straße lang laufen und alle murmeln sich so zu, boah, das ist doch der berühmte Rennfahrer Haruka Tenno und die berühmte Violinistin Michiro Kayo, die sollen ein Paar sein. Also, da habt ihr es, sie sind ein Paar. Ach du, weißt du, das ist so ein Ding, sowas fällt mir schon gar nicht mehr auf, weil das für mich selbstverständlich ist, dass Ja, die ein Paar klar, sind. also für mich natürlich auch, aber falls es irgendwen gibt, der noch irgendwie daran zweifelt, sie sagen es. Dann haben wir die Szene in der Spielhalle. Da treffen wir die Inner Senshi und Usagi halt auch. Und ja, es werden jetzt alle Inner Senshi nochmal so kurz vorgestellt, wer die sind. Es wird ja auch nochmal gesagt, Ami hat einen IQ von 300, also anscheinend ist das wirklich so und es ist doch kein Gerücht. Auch wenn ich das immer noch super übertrieben finde. Naja gut, weil Usagi es sagt, muss es nicht zwangsläufig wahr sein. Usagi kann auch ein Ja. Gerücht nachplappern. Das stimmt. Allerdings, ich weiß nicht so, wenn man halt das in den Manga reinschreibt, dann sollte es ja eigentlich stimmen. Vor allem halt so als diese Vorstellung. Was mir aufgefallen ist, ist, Rei wird beschrieben als die kühle Schönheit. Schönheit okay, aber die kühl? Hä, doch, das ist die perfekte Beschreibung für Manga Rei. Sie ist doch im Manga ziemlich kühl und eher distanziert. Distanziert, ja, aber kühl wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir zu ihr einfällt. Ja, gut. Aber ich finde, das ist schon akkurat. Na gut, wenn du meinst. Und dann spielen sie das Rennspiel, nicht mehr das Sailor V-Spiel. Ja, das kennen wir auch aus dem Anime. Sie haben halt da jetzt so Helme und es ist anscheinend wie bei einem wirklichen Auto und es fühlt sich alles ganz echt an. Oh, ich sehe gerade, da hinten ist irgend so ein Automat, wo Luna draufsteht. Mit Herzchen. Auch schön. Ja, im Manga darf man ruhig mal ein Herz für Luna geben. Ja, das ist schon okay. Genau, und Usagi ist nicht so gut in dem Spiel, aber dann hört sie von etwas neben sich einen Typen, denkt sie, ihr ein paar Tipps geben, ist natürlich Haruka. Wer sonst? Ja, und Haruka fährt dieses Rennen ein bisschen absurd mit. Wie schnell 400 km/h ist sie? kmh. Ja, 400 km/h, ist ja nix. Nein. Ja, das ist halt Haruka. Usagi ist auch schon bei 300, aber knallt dann gegen irgendeine Wand und sagt dann, sogar der Aufprall fühlt sich echt an. Was ist das für ein Spiel? Ja, ich nehme mal an, wenn sie im Spiel aufprallt, dann wird wahrscheinlich der Sessel ein bisschen durchgeschüttelt. Wenn der sich realistisch anfühlen würde, wäre ihr Kopf jetzt Matsch. Tja. Frontaler Crash bei 300 km/h, nicht so gesund. Also hier krasses Spiel und dann trifft sie halt Haruka und die sagt dann auch irgendwie, Usagi hätte gute Voraussetzungen, ein Rennfahrer zu sein, weil sie hatte gesagt, mit dem Helm fühlt es sich gar nicht so schnell an. Das verstehe ich also überhaupt nicht. Keine Ahnung, aber anscheinend soll das laut Haruka ein gutes Zeichen für einen Rennfahrer Das sein. verstehe ich noch viel weniger. Ein Rennfahrer sollte eigentlich seine Geschwindigkeit immer wahrnehmen. Ja, das wäre vielleicht gut.
Ja, dann haben wir parallel auch so eine Szene, wo Haruka, nee Quatsch, wo Michiro und Mamoru draußen aufeinandertreffen. Michiro fällt ihr Spiegel runter und als dann Mamoru reinschaut, sagt sie: Oh, du hast die Augen eines Prinzen. Vielleicht warst du in deinem früheren Leben mal einer. Wie sehen die Augen eines Prinzen aus? Keine Ahnung, ich glaube im Manga sagte sie irgend so eine Farbe. Naja, aber es ist halt so, sie erklärt es dann auch, dass ihr Spiegel anzeigt, wer man in seinem früheren Leben war. Das spielt leider absolut keine Rolle und wird auch nie wieder aufgegriffen, aber ich finde es per se ganz cool. Ich, mein Headcanon ist jetzt, wenn Usagi in den Spiegel guckt, hat sie in Zivilform den Halbmond auf der Stirn. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist, was auch sich eher am, ich weiß nicht, wie es im, ob es im Manga auch so war, aber was sich auf jeden Fall mich sehr an den 90er-Anime erinnert, dass plötzlich Makoto und Minako so aneinander kleben. Ja. Ich finde auch, dass ein paar andere Figuren so langsam minimal, also wirklich nur minimal mehr also in ihre 90er-Anime-Persönlichkeiten gehen. Also zum Beispiel Minako wird hier langsam so fangirly und halt ein bisschen aufgekratzter. Natürlich nicht so krass übertrieben, wie sie es im 90er-Anime war, deshalb finde ich es auch okay. Auch Chibiusa, wie gesagt, bisschen mehr. Selbst Rei lässt in dieser Folge einen fiesen Spruch gegen Usagi fallen. Keinen Ja. besonders fiesen, aber immerhin. Ja, das muss man aber sagen, im Manga hatte sie das im ersten Arc schon ein paar Mal gemacht, aber in Crystal bisher noch gar nicht. Das wurde halt rausgelassen. So, Und dann gibt's einen neuen Eyecatch. mit den Outers. In schwarz. Aber Ja. ich glaube, das ist einfach das Ding in den Eyecatches. Ja, also die haben immer diese pechschwarze Haut. Naja, aber ich finde es auch, also ich finde es generell schön, dass wir hier mal ein bisschen Variation haben, nachdem wir jetzt 2 Staffeln lang immer dasselbe Intro hatten. Also gut, die Bilder waren ein bisschen anders. Im Deutschen ja auch nicht. Und dass wir mal einen anderen Eyecatch haben. Und ein anderes Outro natürlich auch. So, dann geht man einfach weiter und Minako und Makoto sind immer noch total abgedreht und schwärmen von Haruka. Genau. Ja, und dann sagt Naru, der ist doch berühmt. Und dann erfahren sie halt, dass das ein berühmter Rennfahrer ist. Und dass sie auf die Infinity Akademie gehen. Verrät Ja. uns Gossip Queen Umino. Ja, der kommt da plötzlich rein und dann nur sage ich so, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Sehr schön. Auch Ja. sehr schön so dieser Manga-Humor getroffen. Das stimmt. Ich glaube, das hat sie im Manga gar nicht so gesagt. Nee, aber das ist so die Das, Art, wie das ja. im Manga immer läuft. Das stimmt. Genau, und dann schwärmen sie auch von der Infinity Akademie. Minako wird da gern hin, weil da die ganzen Stars sind und alle anderen finden das auch super toll. Ja, und Rei lässt jetzt ihren fiesen Spruch fallen, den fiesen Spruch. Wenn das nur für, was war, wenn das nur für elitäre Schüler ist, ist es ja kein Wunder, dass Usagi noch nie was davon gehört hat. Ja, und jetzt vergleich das mal mit dem 90er-Anime mit Wieso, du bist so Oh hässlich? Gott, ich genau wusste, dass du jetzt dieses Beispiel bringst. Ja, das ist mir spontan eingefallen. Mako und Minako lassen sich in dieser Folge zusammenfassen mit dem Wort schwärmen. Fangirls. Fangirls, ja. Von allem. Ja, und dann wird das aber jäh unterbrochen davon, dass ja, einer Schülerin ein Dämonenei eingeschleust wird, also in den Körper rein. Einfach so, das fällt einfach aus dem Himmel. Ja, also da kommt halt so eine schwarze Wolke am Himmel und plötzlich geht das in sie rein und du sagst, boah, sie fängt schon so an zu leuchten. Ja, und dann haben wir den ersten Daimon. Ja, und wir haben es, glaube ich, eh schon mal gesagt, diese Daimonen, also in Crystal und im Manga, die sehen so ähnlich aus wie dieser eine Daimon in dieser Haruka und Michiro Kennenlernen-Folge im 90er-Anime. Also wo die sich halt kennengelernt haben im Genau. Flashback. So sehen eigentlich alle Dämonen aus. Sie sind alle irgendwie unförmig, haben so ein insektenartiges Maul. Auch der, ich glaube, auch der Katzendämon, den wir in der nächsten Folge haben, der hat auch, glaube ich, so ein insektenartiges Maul, obwohl er vom Körperbau eher katzenartig ist. Ja, also die haben halt auch diese vielen Zähne und ganz viele Gesichter. Also eigentlich besteht die Oberfläche aus ganz vielen gesichtsähnlichen Dingern. Ich kann es nicht beschreiben. Google das. Naja, es sieht aus wie weirde Mutation. Und ja, dann muss gehandelt werden. Mamo darf nicht, denn er muss Naru und die Brillenschlange in Sicherheit bringen. Ja, Brillenschlange sagen sie auch 1 zu 1. Ja, und dann wird sich sehr lange und ausführlich verwandelt. Also,
Ja, ich habe das schon gesagt, wir haben neue Verwandlungen, deshalb muss hier natürlich jedes Senshi die Verwandlung zeigen. Und ich finde das auch okay. Also ich finde das sehr cool. Wie findest du eigentlich die Entscheidung, dass man die Verwandlungen alle auf einmal zeigt? Also ich finde es eigentlich gut. Also ich hätte es nicht anders gemacht. Wäre vielleicht, ich meine, ich weiß nicht genau, wie die nächsten Folgen ablaufen, aber die sind ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf eine Senshi zentriert. Man hätte es natürlich so machen können, dass wir in jeder Folge eine neue Verwandlung sehen. Ja, okay. Allerdings müssen sie ja hier im ersten Kapitel auch schon alle gemeinsam kämpfen. Das schon, aber wir hätten nicht un also man hätte es so erzählen können, dass wir nicht unbedingt alle Verwandlungen hätten sehen müssen. Ja, Ne, okay. man hätte es so machen können, Moon verwandelt sich und dann kommen plötzlich die anderen um die Ecke und sind schon verwandelt, irgendwie so, ne? Hätte man ja machen können. Ja, allerdings muss man auch sagen, da dieser Arc halt aufgeteilt ist auf 2 Folgen, ist es ein bisschen. Ja, da musste man vielleicht ein bisschen strecken und halt ein bisschen mehr Content. Also deshalb finde ich es okay. Ja, und dann die Verwandlung an sich. Also ich habe es ja schon gesagt, die sind jetzt alle 2D. Also ich find's vom Prinzip her besser. Allerdings finde ich manche Elemente tatsächlich in den 3D-Verwandlungen besser. Also vor allem so diese Wasser- und Blitzeffekte und das alles. Das finde ich war in den 3D-Verwandlungen irgendwie cooler. Das sieht hier irgendwie bisschen weniger spektakulär aus. Also beim Wasser finde ich es mir gar nicht aufgefallen. Das finde ich sieht genauso gut aus. Na, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Beim Feuer, das findest du besser, Das ne? Feuer sieht, das hat Tiefe. Das sind keine zweidimensionalen Bänder, auf die man Flammen aufgemalt hat. Das hat Tiefe. Ja, also ich finde das Feuer an sich schon auch gut, aber ich fand das erste, glaube ich, doch ein bisschen besser. Ich weiß, da sind wir wieder nicht ganz einer Meinung. Wo wir aber einer Meinung sind, ist, dass die Blitze deutlich abgebaut haben. Ja, leider. Allerdings, das, was wir bisher schon von den Eternal-Filmen gesehen haben, da haben sie es wieder sehr verbessert. Also da haben sie die dritte Staffelverwandlungen von hier genommen, aber das nochmal aufgemotzt. Okay. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen, aber. Naja, also doch, mir ist es aufgefallen. Übrigens, wo wir es gerade erwähnen, wenn wir das hier aufnehmen, ist gestern in Japan der Film angelaufen. Genau. Der erste. Wenn ihr es Ja. seht, vielleicht auch schon der zweite. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich finde die Verwandlungen an sich gut, wenn auch ein paar Punkte vielleicht nicht ganz so mega sind. Ich finde auch, dass also irgendwie nur Usagis Hände und also Arme und Beine wieder so ein bisschen gummiartig aussehen wie in diesen 3D-Verwandlungen. Aber also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Die Verwandlungen sind trotzdem echt schön. Ich glaube, ich finde sogar Venus Verwandlung am coolsten, weil sie da einfach diese Horden von Sterne hat, die so um sie rumfliegen und die zieht sie dann auch wie so ein Wie so Schwarm ein hinter sich her. Kometenschweif. Ja, das sieht so cool aus. Ich glaube, die meisten mögen diese Bänderverwandlung aus den ersten beiden Arcs lieber, aber ich mag die hier lieber. Ich finde die Sterne auch cool. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Hattest du auch den Eindruck, in den neuen Verwandlungen haben die alle ganz schön üppige Brüste? Echt? Kam mir zumindest so vor. Also das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber kann natürlich sein. Speziell bei Minako finde ich, ist es auffällig. Wir sehen es gleich nochmal. Na, ich finde jetzt nicht, dass die größer aussehen als bei den anderen. Ja, oder zumindest mehr in Szene gesetzt sind. Das Naja. vielleicht. Ja, und dann muss jede nochmal ihren Verwandlungsspruch sagen. Das heißt, der Daimon, der soll sich jetzt mit Wasser duschen und bereuen. Ja. Der Daimon hat eigentlich, also das Opfer hat jetzt eigentlich gar nichts getan. Das ist eigentlich ein unschuldig verwandeltes Opfer, aber trotzdem bestrafen. Ja, aber das sagen sie ja immer. Genau, nachdem dann diese ganzen Vorstellungen zu Ende sind, versucht's Mars erstmal mit Akurio Taisan, mit Weiche böser Geist, aber bringt nix. Nix. Aber dann machen Jupiter und Venus was Cooles. Nämlich fesselt Venus das Monster mit ihrer neuen Attacke, Venus Winged Chainsword. Nee, warte. Doch, Wing. Venus Winged Chainsword. Jetzt war's richtig. Was hast du denn vorher gesagt? Venus Winged Queen, okay. Chainsword. Nein, das ist Ne, falsch. das wäre falsch, das stimmt. Ja, und Das heißt, wir haben die nee, Rückkehr halt, des. ich war noch gar nicht fertig. Ach so, oder ja, erzähl du. Das heißt, wir haben mit dieser Attacke natürlich die Rückkehr des Heiligen Schwerts, das Yeah. immerhin noch da ist. Es ist jetzt Teil einer Attacke.
Und ja, die Attacke wird, ansonsten ist es, glaube ich, eher eine Angriffsattacke. Es wird jetzt eher benutzt wie die Love Me Chain, nämlich zum Fesseln. Ja, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, ob sie im Manga dafür auch das Schwert benutzt. Warte. Da wird einfach nachgeguckt. Ja, der Manga lag gerade so schön hinter mir. Nee, also ich sehe hier zumindest kein Schwert, ich sehe hier nur die Kette. Aber sie heißt trotzdem Wing Chain Sword? Ich glaube schon. Reiß nochmal den Manga raus. Ja, heißt sie. Okay. Naja, genau. Und damit... Also es ist halt so, dass Venus diesen Diamond. Nicht Prinz Diamond, nein. Diamond. Wir haben gerade das Finale hinter uns vom Arc 2. Ja. Den Diamond fesselt sie. Und Jupiter macht ihn dann fertig mit Jupiter Coconut Cyclone. Soll ich nochmal davon reden, dass ich das mit den Kokosnüssen jetzt merkwürdig finde, oder gebe ich das so direkt auf? Ja, das ist weird, aber es liegt halt an ihrer Pflanzenbezogenheit. Trotzdem finde ich den Attackennamen irgendwie strange. Also es ist halt eigentlich so ein Cyclone. So eine riesige Kugel mit so Blitz und Sturm und Zeug. Ein Cyclone wäre ja eigentlich so eine Art Wirbelsturm. Ja, aber da gibt's bestimmt auch Gewitter drin. Coconut Cyclone, ich stelle mir halt wirklich vor, wie so ein Wirbelsturm, in dem Kokosnüsse rumfliegen. Ja. Das ist auch gefährlich. Ja, das stimmt. Aber hey, gebt euch das mal. Jupiter und Venus durften allein was besiegen, yay. Ich meine, das ist im Manga jetzt nicht so abwegig, aber... Nach Staffel 2 schon. Also in Crystal durften sie es ja leider nicht, weil da haben die Gitano ja auch immer überlebt. Ja. Was ich an sich gut fand, aber da wirken halt dann die Inners leider ein bisschen nutzloser. Ja, und im zweiten Arc sowieso. Ja. Also da waren sie ja die Nutzlosigkeits-Senshi. Da durften sie ja überhaupt nichts. Das ist ein bisschen merkwürdig eigentlich. Jetzt kommen die Outers dazu und jetzt wirken die Inners plötzlich wieder kompetenter. Das ist also genau Gegenteil von der Version im 90er-Anime. Ja, also hier neue Attacken, oh yeah, aber die anderen neuen Attacken sehen wir, glaube ich, erst später, also von den restlichen Senshi. Ja, im Gegensatz zum Manga, beziehungsweise im Manga wissen wir es nicht genau, aber das Mädchen, das hier in den Diamond verwandelt wurde, überlebt offenbar. Ja, also das wird dann wieder zurückverwandelt automatisch und zuckt noch so ein bisschen und dann rufen sie, ey, ruf den Krankenwagen. Im Manga rufen sie das auch, also hat sie anscheinend auch überlebt. Allerdings erfahren wir später, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, die Leute zu retten, wenn sie mal verwandelt wurden. Sobald das Diamond-Ei da drin ist, sind die eigentlich tot. Da ist dann die Seele weg. Ja, beziehungsweise du kannst die halt nicht mehr trennen, ohne sie zu töten. Ja, die klauen dann die Seele, ne? Das weiß ich nicht. Die wollen doch die heiligen Körper und... Ach ja, die reißen sie denen im Manga ja vorher raus. Ja genau, sie reißen die heiligen Körper raus, das ist die Seele, und dann benutzen sie die Gefäße, die Körper, um da ihre Dämoneneier reinzupflanzen. Und das klappt aber außer bei den Witches 5 nie richtig, ne? Deswegen kommen immer diese Freak-Dämonen raus. Ja. Okay, und das, dieses Ereignis wird dann natürlich in der Kommandozentrale, die auch irgendwie sehr irrelevant in Staffel 2 war, weil sie ständig in der Zukunft waren natürlich, aber in der Kommandozentrale wird das Ganze dann mal analysiert. Aber einen wirklichen Reim können sie sich nicht darauf machen, außer dass es halt zu dieser Reversion kam, was wir genauso merkwürdig finden wie am Anfang. Und ja, offenbar hat es neue Feinde. Tam tam tam. Ja, damit endet dann diese Folge. Aber ich habe noch, glaube ich, 2 Punkte zu sagen. Oh, und dann natürlich neues Auto, aber dazu gleich. Ach so, ja genau, einmal möchte ich noch erwähnen, dieses Intro spoilert. Denn wir sehen da erstens mal schon Uranus und Neptun und Saturn und Pluto. Ja, vor allem Pluto, finde ich, ist an der Stelle ein fieser Spoiler. Weil du dann weißt, Pluto lebt irgendwie noch oder wieder. Ja, das stimmt. Dann gab es einen Flashback, wo Neo Queen Serenity halt nochmal aufgetaucht ist. Und die hatte da, also wie in Staffel 2, auch ihre weißen Haare. Und das merkt ihr euch bitte für zukünftige Flashbacks, denn das macht... Das ist in dieser Staffel leider sehr inkonsistent. Also beziehungsweise ist es jetzt halt noch so, aber später dann genau anders. Meinst du, das könnte sein, dass... Wir haben ja vor kurzem festgestellt, dass die Haare nicht ganz weiß sind, sondern diesen Blondstich haben. Meinst du, das könnte einfach eine Folge der erhöhten Farbsättigung sein, dass man da nicht aufgepasst hat? Nee, also die sind ja explizit genauso blond wie die von Usagi geworden. Das kann nicht sein. Das war Absicht.
Und ich schätze mal, sie wollten halt die Haarfarbe wieder so machen wie im 90er-Anime. Nur ist es halt bescheuert, weil wir in Staffel 2 halt schon gesehen haben, dass sie weiße Haare hat. Und sogar in dieser Staffel hat sie schon mal weiße Haare. Naja. Und was ich noch erwähnen wollte, wir haben jetzt wieder die Stock-Footage-Attacken. Zuvor hatten wir ja jetzt auch wieder diese Attacken, die halt an die Umgebung angepasst sind, aber jetzt wieder Stock-Footage und das finde ich eigentlich auch ganz geil. Bleibt das denn so die ganze Zeit? Ja. Okay, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ist halt wieder wie im 90er-Anime. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel erstmal nichts mehr stehen, dann würde ich fast sagen, kommst du mal zu den Manga-Unterschieden. Nee, ne? Quatsch, erstmal das Outro. Ach, das Outro? Okay, da halte ich mich genauso raus wie beim Intro. Wir haben natürlich auch ein neues Outro, welches übrigens auch alle paar Folgen gewechselt wird. Und es heißt Eternal Eternity und ist eins meiner Lieblingsoutros, nämlich mit Haruka und Michiro. Sehr geiler Song. Das stimmt, das Hammer. Klingt schon extrem geil. Daraus ist übrigens auch das eine Bild, das ziemlich bekannt geworden ist, wo Haruka und Michiro dann in diesem Rosenbett liegen und sich so anschauen. Dann ist auch auffällig, dass Harukas Singstimme hier ziemlich männlich klingt. Also ich würde eigentlich sagen, es wäre ein Mann, wenn ich es nicht besser wüsste. Also ich hoffe, ich vertue mich ja nicht, aber ich bin eigentlich sicher, dass das ihre originale Synchronsprecherin ist, die da singt. Und die klingt auch, glaube ich, im Japanischen auch relativ männlich. Aber es ist halt trotzdem eine Frau und die kann auch die Stimme sehr gut anpassen. Ja, und ein kleiner Funfact auch noch. Am Ende dieses Liedes singen sie von Haruka und Michiru, aber natürlich halt die eigentliche Bedeutung der Wörter ist da so schön eingebaut in den Songtext. Und die war was nochmal? Haruka heißt, glaube ich, entfernt oder distanziert oder weit weg. Und Michiru, Gott weiß ich nicht mehr, ich glaube, es kann reif bedeuten. Irgend sowas. Ja. Dann die Manga-Unterschiede. Da gibt's nicht wirklich viele. Einmal, was auch in dieser Szene war, wo Mamoru und Usagi sich im Park treffen, da nennt Mamoru sie plötzlich Usa, nicht mehr Usako, und Usagi kommentiert das halt auch so in Gedanken. Aber ich frag mich denn, warum? USA! USA! Er war halt generell in dieser Szene zumindest am Anfang auch so ein bisschen abweisend und ich verstehe nicht, warum. Warum nennt er sie denn plötzlich Usa und nicht mehr Usako? Vielleicht war er einfach eine Spur angepisst, weil sie zu spät kam. Das passt aber eigentlich nicht zu ihm. Er war ja jetzt auch nicht ultra sauer, aber einfach so ein bisschen pissig. Na, okay. Vielleicht. Das müsste ich eigentlich im Auge behalten, ob er sie später auch wieder Usako nennt oder jetzt nur noch Usa. Das wäre nämlich sehr schade. Naja, wir wissen, dass die beiden bald einen Streit ausbrüten, also ist es sogar recht wahrscheinlich, dass er sie nicht so nennen wird. Ja, dann einen sehr grenzwertigen Satz in dieser Szene. Da kam halt dann noch Chibiusa und die hat sich ja so an Mamoru rangeschmissen. Und irgendwann streichelt halt Mamoru Diana und Chibiusa sagt, ich will aber auch. Und dann sagt Mamoru, ja, wenn du ein Kätzchen bist, dann streichle ich dich auch. Lassen wir das mal unkommentiert. Das ist garantiert nicht so gemeint, aber es klingt falsch. Okay, dann noch zwei ganz witzige Sätze, die ich einfach mal erwähnen wollte. Es wird halt dann erzählt, dass Chibiusa jetzt wieder da ist. Und dann sagt Usagi, und jetzt schmarotzt sie bei uns zu Hause. Der kleine niedliche Parasit. Ja. Und dann heißt es von Haruka, das ist sein Spielzeug, der Tenomaru. Also der Heli ist einfach mal so ein Spielzeug. Ich glaube, ihr habt zu viel Geld. Haruka mag Sachen mit vielen Umdrehungen. Du meinst jetzt den Ferrari, oder? Ja. Ja, genau, das war's dann auch schon mit dem Manga-Unterschieden. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung der Folge. Wie viele Tyron-Kristalle hast du denn der Folge gegeben? Also ich habe jetzt mal 2 Punkte gegeben. Ja, ich war mir auch unsicher, ob ich ihr 2 gebe, aber eigentlich ist es ein rundum gelungener Start in die Staffel und deswegen kriegt sie von mir 3. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde die Folge natürlich auch geil und es macht auch Bock anzuschauen. Allerdings passiert ja halt noch nicht so unfassbar viel und das kommt halt dann erst im zweiten Teil, denn wie gesagt, es ist halt eine aufgeteilte Folge. Und es ist eigentlich die ganze 3. Staffel so mega geil, deshalb habe ich jetzt mal nicht 3 Punkte gegeben. Aber ich glaube, gerade die Tatsache, dass sie es aufgeteilt haben, macht diesen Start so gut.
Ja, das stimmt, das ist nicht schlecht. Ne, man muss das ja auch mal von dem Blickwinkel betrachten, dass die Leute das jetzt auch nicht, so wie wir jetzt, einen Tag nach dem Finale von Staffel 2 geguckt haben, sondern deutlich später. Und dann muss Ja. man natürlich auch ein bisschen anders einsteigen. Ja, das stimmt. Wer ist denn dein persönlicher Win der Folge? Da habe ich jetzt mal die Inner Senshi genommen, beziehungsweise waren es ja eigentlich nur Venus und Jupiter, die halt Ja. den Diamond besiegt haben. Ja, Venus und Jupiter ganz eindeutig. Sie durften was machen. Yay! Und jetzt die ganz schwere Frage. Wer ist dein Fail der Folge? Ja, da haben wir uns sehr schwer getan. Dann, es hat eigentlich niemand gefailt, aber Es wir. hatte auch kaum jemand Gelegenheit dazu. Ja. Deshalb haben wir jetzt, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, Pharao Ninety genommen. Weil er sich die falsche Welt ausgesucht hat. Ja, er hat sich einfach den falschen Planeten ausgesucht, beziehungsweise er hat eigentlich die ganze Galaxie, die er ja irgendwie übernehmen will. Tja, aber auf der Erde hast du halt ein bisschen Pech gehabt, denn da ist Power Moon. Er sollte vielleicht besser weinend nach Hause kriechen. Na, noch nicht. Ja, das wird lustig. Ja, das war's dann eigentlich mit dieser Folge. Ich wollte an dieser Stelle nur nicht unerwähnt lassen, dass ich Pharao Ninety und seine Entourage für die inkompetenteste Showgruppe aller Zeiten halte. Ja, natürlich, das musstest du jetzt nochmal erwähnen. Ja. Genau, dann sage ich, nee, fang du Nee, an. ja, ich sag einfach schon mal ciao, ciao und ein fröhliches Tschüss euch allen. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn Chibiusa eine wichtige Freundschaft schließt, die Senshi die Infinity Akademie stürmen wollen und zwei mysteriöse Kriegerinnen erscheinen. Tsukina Hikari wa Aino Message. Tschüss! Sehr gut.